Wahrscheinlich, weil wir haben uns hier oben nicht gut verschanzt. Ja, wir brauchen ja das Sichtfeld nach unten, das ist ja schon okay. Aber warum ist denn mit mal einer hier in der Kirche drin? Wie kommt denn der da hin? Der muss dann an mir vorbeilaufen. Ist ja keiner vorbeigelaufen. Der ist wahrscheinlich hochgelaufen und dann. Das ist einer von uns, oder? Das ist ein Zivilist, ja. Mit der Waffe drin? Ja, alles was grün ist, sind Zivilisten. Das sehe ich doch nicht, Mensch. Ja, so viel dazu. Hier war irgendwo noch eine Waffenkiste. Ich suche auch gerade. Ach da, hier, im Haus. Na. Einmal alles voll machen, danke. Ja, geil. Hat die Mission ja wunderbar funktioniert. Ich hoffe, später mal wieder eine bessere Bombe haben. Ja. Obwohl die Waffen sind ja gar nicht mal so schlecht. Du kannst die ja wegpusten, das geht ja. Aber ich verstehe halt nur nicht, warum die mal hinter uns sind, obwohl da keiner hingekommen ist. Als wenn die mit dem Fallschirm abgesprungen wären. Story wäre jetzt, Pakataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Ja. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Wir müssen den Konvoi aufhalten. Das ist das Ziel jetzt. Das Story-Ziel. Wollen Hubschrauber nehmen? Haha. Sein, wir rufen eine Heilekarre. Müssen wir den LKW jetzt zerstören? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Den gelben Strich wieder nach, oder den grünen, welche Farbe es auch immer das ist. Noch habe ich keine. Oha. Mit dem Tempel müssen wir jetzt hin. Geradeaus, ich leite dich. Lass mir der Straße folgen. Jo. Da vorne gleich links rum. Eieiei. Dann erstmal verfolgen hier die Straße. Schauen. Eieiei. Alter, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Geht her! Ja. Jetzt zeigt ihr mal den Weg an. Hat auch gedauert jetzt. Mhm. Den LKW müssen wir jetzt aber nur zerstören, richtig? Bei den Nebenmissionen ist es so, dass du ihn nicht zerstören darfst. Dann musst du ja nur den Fahrer erschießen, damit du an die Beute kommst. Das weiß ich gar nicht. Du störst nur halten sie den Konvoi auf, aber den jetzt zerstörst du auch aufgehalten, oder? Ich denke mal, die wollen die Ware haben. Keine Ahnung. Kommt der uns entgegen oder fährt der weg? Eieiei, abdrücken, Busch. Ich hab einen Kopf draus, pass mal auf. Wie lang fährst du? Das ist er doch. Nanu? Ich steig mal aus. Was ist hier eine Sau da? Doch, ist doch einer da. Das ist nicht einer im Auto, oder? Wie geil, halt, stell dir mal davor, wenn's geht. Ich lauf mal hinterher. Voll geil, das ist der LKW gerade losgefahren, da hing dann noch der andere Pkw hinter. Ah, oh, ey, was ist denn heute los? Ich bin ja nur noch tot hier.
Ja, ich habe ja auch Besuch, warte. Wie viel Zeit hast du noch? Boah, so eine Dreiviertelminute. Das Problem ist, die mögen mich alle nicht. Wenn ein LKW klauen soll, hätten sie ihn direkt schieben können. Scheiße. Wie viel Zeit? 28. Das ist nicht leicht, das Spiel. Division war einfacher. Mir vor allem ist manchmal auch noch unklar, was du machen sollst direkt, weil da war keiner, ich habe eben keinen im Auto gesehen. Was? Wo schießt der? Hinter uns irgendwo. Los geht's. Verfolgt ihn jetzt erstmal, ja? Du fährst, ich dachte, ich fahre. Hätten wir nicht rechts müssen? Ja. Achtung, Hühner! Opa. Da waren sie platt. Beide leben noch. Ja, gut. Links. Was ist denn hier, was ist denn der Gefahrensach? Kolumbien halt, Bolivien. Aber er ist schon beschädigt oben. Okay. Hat er einen Schutz oben drauf? Hat er, ja. Okay. Das erste Fahrzeug ist zerstört. Vor uns, der ist richtig. Wow! Der Pumpe war jetzt ausgeschaltet. Ist, hallo? Keine Munition mehr für Geschütz. Sogar noch die anderen Feinde hier. Wo schießt denn der denn? Ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht. Alter, das ist ein schweres Spiel. Alter, wir müssen mal taktisch besser vorgehen, glaube ich. Ja, wir haben die doch überholt. Dann können die doch nicht hinter uns schon wieder sein. Wie machen die das? Guckst du vorne, du wirst von hinten erschossen. Wird. Hä? Ja, normal müsste ja die Verfolgungsjagd weitergehen. Das waren beide LKWs kaputt. Da hätten wir so einen schaffen müssen. Oder geschafft haben, vielmehr. Haben wir aber nicht. Stoppen Sie den Konvoi, ist immer noch aktuell. Akataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Vielleicht sollten wir uns einen Helikopter suchen, der schießen kann. Zählen. Sieht aus, wenn du dann die Kiste pinkelst. Ja, geil, ne? Ja, für den Einsatz nehmen wir mal eine andere Waffe mit. Die machen ein bisschen mehr Aua. Wie kommt man die an der Tauschen, die Waffen? Einfach auf Ausrüstung und dann die Waffe auswählen, die du haben willst. Je nachdem, was schon freigeschaltet ist. So, ich hab ja nichts großartig. Ich hab nur meine MP5. Ach, hier, ja, klar. Hast du gefunden? Jetzt habe ich das gefunden, aber bei mir ist noch nichts freigeschaltet. Ich kann nur diese beiden Waffen mitnehmen. Okay, ist aber da nicht so lange. Also wir müssen halt wieder zum Konvoi jetzt, das ist immer das Ziel. Ja, da fahren wir dahin. Die Karre ist kacke, die ist lahmarschig. Moped. Ich fahre. Hau, das Motorrad. Hallo Kamera nach vorne, danke. Der Konvoi ist ja beschädigt. Der kann ja nicht mehr fahren. Ich weiß nicht, ob der jetzt wieder gesetzt ist. Wir sind schon so eine Biker-Gang hier.
schön ist auch, dass du hier quer durch die Botanik fahren kannst, ohne dass du gleich sofort gegen jeden Ast knallst. Ups. Wo fährst du denn lang, Alter? Ich bin in London ausgewichen. Welche Graufelder sind hier? Überraschungsangriff, ich komm gleich von hinten. Oh, fahr ja mal querfeld ein, du, aua. Ah, Baum! Oh, Alter. Also das kannst du durch alle Zäune durchfahren, ne? Hier jetzt nicht, oder was? Warte mal. Was ist deine Entfernung? Du kommst... Das ist doch nicht wahr jetzt, ey. Der Vorbei bewegt sich noch. Ja, eben. Sei, der hat gesagt, garantiert. Wo ist denn der Ausgang? Ach, hier kannst du nur durchfahren jetzt, oder was? Toll. Kann man eigentlich vom Moped aus schießen? Negativ. Der Konvoi ist weg. Scheiße. Wo ist der Moped denn? Wer ist er noch hier? Alter, querfällt eigentlich, leck mir am Arsch. Vielleicht da, 300 Meter. Jetzt habe ich irgendeine Farm gefunden. Mit Feinden natürlich. Wo bist du? Komm, wo ist vor mir? Ach, da bist du. Hi. Wir wollen dir das aufhalten mit unserem Motorräder, bitte. Ich bin noch hinter dem, was soll ich jetzt machen? Überall Rebellen, ey, das kann doch nicht sein. Wo bist du? Tot. Warum bist du tot? Weil die überall Rebellen sind, egal wo du aussteigst, sind immer von irgendwelchen Gangs angeschossen. Mann! Läuft denn die Videoaufnahme überhaupt noch? Ja, ist klar. 8 Stunden schon voll, wa? Eine Stunde fast. Das nervt mich jetzt aber. Ah, geil. Scheiß Patrouille. Ja. Das wurde nix. Wir brauchen, mit Mopeds geht das nicht. Wir brauchen irgendwas, was wir da vorstellen können, dass wir den zwingen, dass wir ihn anhalten, dass wir den kaputt schießen können. Oder halt ein Heli mit Waffen oder ein Jeep mit Waffen. Gibt's ja. Oh, Panzer wäre gut. Oh Scheiße, der Feind hat einen. Ah. Ah, wo sind wir denn gelandet hier? Voll in der Walachei, ey. 1,4 Kilometer ist er weg. Super. Aber wie weißt du noch, wie die Fahrzeugabwurf ging? Muss man das freischalten? Ist das von Haus aus frei? Das was? Das Fahrzeug abwerfen. Nee, das ist noch nicht frei. Wo ist er hin? Ups. Ein Drecksack weniger. Rebellenlager. Ja. Was bist du hier? Ich wollte mal hier Auto klauen hier, jetzt bin ich unter Beschuss. Wir können ja irgendwas anhalten. Das weg. Fahr doch nur auf der Straße, können doch eins anhalten dann. Nee, eben nicht. Dann wird die Bevölkerung unruhig gegenüber uns. Fahr mal einen anhalten jetzt. Scheiß Dreck.
auch gesoffen. Ah, ah, das ist aber echt schwer, das Spiel. Dann rennt der auch nicht so da rein, Mensch. Jetzt mal auskundschaften, wie viele Leute da rumrennen. Macht viel mehr Sinn. Auf jeden Fall ein LKW wäre ganz gut. Irgendwas, was wir vor den Konvoi stellen können, damit der gezwungen wird anzuhalten, dass wir ihn dann kaputt schießen können, würde ich sagen. Stehen wir in der Botanik hier irgendwo. Weil ich jetzt schnell reisen würde, würde ich mitnehmen. Probier's aus. Das bringt mir ja nichts, wenn ich dich dann nicht abholen kann. Weil am Rebellenpunkt haben wir ja immer. Nehmen wir mal die Hütte hier. Obwohl. Ist alles gerade scheiße. Dann nehmen wir die hier. Ich reise jetzt. Mal gucken, ob ich die mitnehme. Ansonsten muss ich die abholen. Kommst du? Also ich bin jetzt am Schutzpunkt hier. Du bist, was ist mit dem Konvoi? Du bist 900 Meter weit weg von mir. Soll ich abholen? Konvoi müssen wir jetzt irgendein Auto nehmen. Wo das steht aber daheim. Ich laufe nicht großartig weg, dass ich dich abholen kann. Ich bin im Auto unterwegs. Lol. Alles zum Konvoi oder was? Ah, Ellen hat gemacht hier. Wow. Ich fahre jetzt, ich greife jetzt den Konvoi an. Ja, das hab ich doch gerade gefragt. Ja, da bin ich mitgegangen, sorry. Bist du mit dem Flugzeug unterwegs? Ja, mit einem bösen komischen Auto hier. Ich glaube, der kommt mir entgegen, wenn ich das sehe. Jo. Mit dem Pech hast du gleich null Kontrolle, ey. Leck mir am Arsch. Hab ich mal so ein bisschen angeschossen. Halbe Energie hat er noch. Alleine brauchst du nicht angreifen. Ja, Gas. Gib schon Gas. Der dämliche Feind hin hier. Okay. Da ist der Feind hin. Da ist er, fahr weiter. Haben wir ihn schon vorhin zur Hälfte runtergeballert, auf zu lang. Schade, dass man ihn rausschießen kann, dass er einfach mal alleine fährt. Lad doch nach, nicht drei Tage. Meine Fresse, ey. Ich liege. Der eine hat sie ergeben, müssen wir die anderen beiden ausschalten. Der eine ist tot. Einen hast du noch, in einem Auto sitzt der.
40 Sekunden Zeit hast du. Wow! Was kommt der da plötzlich her? Keine Ahnung. Was? Geile Scheiße. Oh, das Spiel regt mich auf, ey, ernsthaft. Wo zum Teufel kam der Schuss jetzt wieder her? Ich weiß es nicht. Im Konvoi kann keiner mehr geliebt haben, der ist gerade explodiert. Mann, ey. Sehr, 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 sehr schön. Nicht. Das war wie voll aggressiv, das Spiel. Aber eigentlich müsste ich das geschafft sein, das sind ja beide Schrott. Ne, immer stoppen sie den Konvoi. Natürlich, geht wieder von vorne los. Wir müssen uns einen Heli suchen, der einen Schussdinger unten drin hat. Das ist am einfachsten. Können wir die schön aus der Luft wegballern. Ich weiß bloß nicht, wo einer ist mit Schusswaffen dran. Der Konvoi fährt ja wahrscheinlich immer in seine Bahn hier. Hast du das auch auf der Karte? Was? Hast du den Konvoi auch auf der Karte? Siehst du den gerade, wo der ist? Der fährt ja. Ja, den sehe ich gerade, ja. Das schaffen wir nicht mehr. Also, ich hätte gesagt, wir bauen jetzt schon eine Straßensperre dahin, da muss er ja anhalten. Und dann können wir aus dem Hinterhalt wegballern. Aber das schaffen wir zeitlich, glaube ich, nicht mehr, da hinzukommen, wo der lang fährt. Warte, nimm ich mit. Ja, wo fahrst du denn? Das kannst du nicht. Wir müssen zuerst die Leute vorne ausschalten, was war das nächste? Ich würde sagen, erstmal von hinten aufräumen, oder? Oder so. Und dann dran vorbeifahren, dann den hinteren Konvoi kaputt machen und dann durchfahren und so weiter. Eieieiei. Diesmal packen wir das. Kann ja nicht so schwer sein, so einen dämlichen Konvoi auszuschalten. Aber zumindest fährt ja immer die gleiche Route, mehr oder weniger. Wir kreuzen uns gleich, pass auf. Ich will jetzt ein bisschen langsamer fahren. Der fährt hinten die Straße. Scheiße. Ich hatte gerade eine Idee, wir könnten den Tankwagen im Weg stellen. Ja, wir haben noch ein bisschen Feinde am Arsch. Da ist er schon. Ah, geht was. Bleib hinter den ersten da. Feuer. Versuch gerade zu fahren. Jo. Fahr dann vorbei. Ich muss nachladen und fahren weiter jetzt. Was machst du denn? Sie können ja nicht zielen. Ich habe ihn umgebracht mit dem Auto im Rückwärtsgang. Um Munition zu sparen. Jetzt haben wir es geschafft. Und noch unendlich Munition, Mensch. Die Ausrüstung sieht gut aus. Wir melden den Rebellen den Standort des Trucks. Takatari hat Eier, das muss man ihm lassen. Voll zerstört das Ding. Nimmt die ganze Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito. Mann, wieso geht das nicht gleich so einfach? Ist da noch was? Ich wollte die anderen Wagen zerstören. Jetzt nochmal den Radiosender verteidigen. Ja. Können wir versuchen. Hast du jetzt keine Punkte bekommen? Kann sein. Das sieht man doch, wird da voll im Bildschirm eingeblendet. Ich hab gerade nicht drauf geachtet, ich habe auf die Umgebung geschaut. Aber irgendwas stand da oben, ja. Gut. Irgendwas war abgeschlossen. Gegenverkehr! Das Funking wird schwierig, weil die von allen Ecken kommen. Oder wir müssen uns irgendwie andere Punkte suchen. Und verstecken. Guten Abend. Ist
Guten Abend. Wie sind die neun? Aber grafisch und detailreich haben sie es ja schön gemacht hier, ne? Muss man sagen. Ja. Das ist echt geil gemacht. Oh, wir kommen hier zur lustigen Hafenrundfahrt. Ohne Hafen. Nach der Mission mal einmal kurz einen Aufnahmestopp, damit ich mal ein bisschen Zeit zwischendurch habe hier zum Schneiden nachher. Nicht, dass mir das Programm abschmiert, ne, ist das schon eine Aufnahme weg. Das sind aber auch Kurven hier, meine Fresse. Du musst erstmal nach Reifen Günther hin, ne? Reifen raufziehen lassen. So wie die hier rumjauen sind hier. Ja, glaub, die sind bei dem Fahrstil sind die durch. Die sind gleich klatze. Aber jetzt können wir zu Fuß gehen, wa? Jetzt müssen wir zu Fuß gehen. Ja, da steht die Karre. Alter, ey. Ja, schöne Standardsmodell haben die Autos. Ja. Erstmal Munition sichern da im Haus. Abend. Startest du diesmal? Dann gehe ich schon mal nach oben. Wo starte ich denn? Da an der Karre da. Außen, da ist er. Da, rechts von dir. Oder steht bei dir nicht starten drüber? Was soll jetzt? Ich bleib wieder hier oben erstmal. Versuch diesmal schon die Autos zu zerstören, die da vorbeifahren. Ziel eliminiert. Sehr gut. Da muss er wieder nachladen, der Hampelmann, ey. Bist du verwundet oder alles gut? Bei mir ist alles gut. Gut. Bei mir auch. Auto kommt von links von mir. Wo denn, wo denn, wo denn? Linker also, hochschießen, da drinnen bin ich, ne? Okay. Ich hab ein Ziel. Alter, was rennt der mir denn direkt vor die Knarre, der Idiot? Egal. Jetzt wird es doch jetzt mit dem Kopfschuss gekillt. Passiert. Schon ist überall. Ich bin verwundet und fall den B auch noch runter. Nee, da nicht. Ja. Ah, oh, Mann! Wie du auch? Es ist übel schwer, ist das. Ich verstehe nicht, warum die mit mal von der Seite kommen, wo gar keine mehr sein können. Das ist immer faszinierend. Also, das ist in deinem Fall. Wieso? Die sind von vorne gekommen. Ich habe das Fahrzeug auf der Straße angegriffen. Ja, dieses Cabrio-mäßige, diesen Jeep da. Ja, die kam gerade die Straße hochgefahren. Ja, aber wie kommst du? Guck doch mal auf die Karte. Ja, doch, wie siehst du das? Ich habe die doch auch erschossen. Ja, da kam das nächste Auto schon wieder angefahren. Das andere kam von oben von einer Straße und fährt so den Weg mit einem Radiosender lang. Da kann man nochmal starten, weil. Weißt du, das eine kommt von hier oben und dann rennen die hier oben mit dem Konter. So wie wir jetzt. Eingraben. Nochmal. Das Kartell greift hier massiv an, sobald die Übertragung beginnt. So die Frage, wo verstecken wir uns jetzt? Kann man hier rein? Da mit dem Haus war ich eben drinnen, ja. Ja, dann bleibt einer eine Tür, der andere andere Tür, oder? Ich starte, ja? Ja.
Mensch! Ist gestartet schon oder was? Ja, ja, läuft! Geh ins Haus rein, ist besser. Den kriegst du alles, aber nicht den Gegner, ey. Fuck, fuck, fuck! Schwere Feuerkämpfe hier, du. Ja. Von hier, von der oben Straße jetzt. Halt Sichtkontakt zu zielen, jetzt. Schießen sie auf mich ein hier. Bin verwundet. Verwundet? Ja. Schießen von der anderen Seite mich auch. Ey, das ist nicht zu schaffen, ist das nicht. Ne, mit den Popelwaffen nicht. Das MG, das schießt ja überall hin, da wo du hinschießen möchtest. Müssen wir später versuchen. Ja, egal. Mann, machen wir mal gerade Aufnahmebreak.